Freundschaft ist, ne? Ja, du siehst aus wie so ein Monchichi im Platz. Wie so ein Paradiesvogel, ne? Genau. Wie so ein Blässhuhn. Also, ich Freundschaft, dass man so mit Menschen reden kann und dass die. Ja. Also, dass man halt mit denen reden kann und dass man so gleiche Interessen hat und dass man auch so manchmal so hilft, wenn die weinen oder so. Ja. Und du? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen muss. Einfach, was du fühlst. Hast du eine Freundin? Ich habe gefühlt 50. Und wie fühlst du dich mit denen, wenn du zusammen bist mit denen? Also meistens spiele ich immer mit meiner Freundin Amy und Henny und spiele immer lustige Sachen, zum Beispiel wie Häufchen. Immer abwechselnd auf Toilette und dann wie vergleicht ihr eure, wenn ihr auf Klo wart, eure Häufchen oder wie? Ich spiele immer so, als hätten wir, also wir tun immer so, als hätten wir Pferde machen. Häufchen, Häufchen, Häufchen. Und dann wir spielen immer Pferd. Macht das Spaß mit den Pferden? Ja. Und ich mag es, wenn man Freunde hat, weil kann man immer spielen und spielen ist das Wichtigste für mich. Häufchen. Und was bedeutet euch das Häufchen? Nein, ich meine, dass es hier in Deutschland lebt. Also, so fang du an. Nee. Nein, du. Okay. Also, ich finde es hier schön. Es scheint hier wie die Sonne, es schneit fast immer. Also, es schneit! In Deutschland schneit es nie! Also, so ein bisschen Schnee. Im Winter kommt immer so eine kleine dünne Schicht. So eine Flocke auf dem Boden und dann ist sie weg. Ist halt wirklich, sie hat verstanden. Also schneit ja sehr öfter also als. Im Winter schneit es sehr. Schön. Wenig. Und das ist doof, Scheiße, weil in der Schule machen wir immer eine Schneemauer und dann werfen wir uns mal wir ab. Wir dürfen das nicht machen. Ja, wir dürfen nicht mehr. Wir dürfen das nicht mehr. Das ist nicht gemein. Also wir werfen uns immer ab also und wir rollen solche Schneebälle immer ab uns, also die so groß sind, also dann legen wir uns immer auf den Boden, der andere rollt Schneeball über dich. Oh Gott. Das tut echt weh. Das ist so komisch. Weißt du, was für mich Deutschland ist? Ja. Also eigentlich würde ich lieber in England leben. Ja, das war ja nicht die Frage. Also, Deutschland ist halt Deutschland. Deutschland ist so, alles wird verdeutscht und... Ja, alles wird verdeutscht und man wird... Verdeutscht. Und wenn man Deutscher ist, wird man komisch angeguckt. Hä? Oha, danke. Hey, ich bin auch... Was ist passiert? Nichts. Auf jeden Fall... Warte, halt, halt so. Ja, Deutschland ist halt ein Land, wo ich lebe. Nein, warte, ein Land, wo ich lebe und ich, wenn ich nicht hier leben würde wollen, dann wäre ich ja jetzt schon woanders. Weißt du? Naja, vielleicht. Also ich mag Deutschland, weil es schneit hier immer. Nein, also das Ding ist, ich mag Deutschland, weil es so deutsch ist. Ich danke für das Gespräch. Würde ich einfach mal zustimmen und dann Luisa weitergehen lassen. Also, dass man so Scheiße bauen kann mit Menschen und ein bisschen dumm sein kann, was ich sowieso immer bin. Okay, zum Beispiel, ich bin bei meinen Freunden ganz anders als bei Fremden oder so. Das stimmt. Wenn ich so alleine bin, dann mache ich halt eigentlich, also dann bin ich halt eigentlich so ziemlich normal. Also ich sag mal so,
Und diese Aussage allein, da bin ich ziemlich normal. Ich bin nie normal, Julie. Ja, weil du eine Freundin von mir bist. Was bedeutet euch das, hier in Deutschland zu leben? Also, ehrlich gesagt, fände ich es auch okay, woanders zu leben. Also, ich finde Deutschland nicht schlecht, aber ich finde halt, Deutschland ist halt, keine Ahnung, Deutschland ist halt nicht Amerika. Ja, stimmt. Also, man darf hier zum Beispiel jetzt nicht einfach jemanden abknallen, der auf dein Grundstück geht. Ja, das würde ich halt wirklich scheiße dazu sagen. Achso, jetzt scheiße. Also nein, ich finde es gut, dass man hier seine Meinung sagen kann, dass man auch sozusagen frei ist, dass man überall hinreisen darf und ja, eben nicht so eingeschränkt ist. Das Ding ist halt, ich finde es auch okay, woanders zu leben. Ich meine, Deutschland ist jetzt nicht so das krasseste Land. Entschuldigung, die Frage war, was bedeutet hier Deutschland nicht? Ich würde so woanders leben. Ja. Aber ja, Deutschland. Also ich finde Deutschland ist schön, weil man kann hier seine Meinung sagen, wie schon gesagt. Ja. Ich finde, es ist schön, dass es hier sauberes Wasser gibt, was man auch einfach so trinken kann. Ja, stimmt. Und man kann alle 726 Geschlechter annehmen. Und sie sind wie man schon irgendwie ja, ohne dass man direkt erschossen oder gesteinigt wird. Ja. 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 Okay. Im Hintergrund aber noch ruhig sein, ne? Was soll man sagen? Ich habe gesagt ruhig. Ruhig. Also ich, meine Frage ist einfach an euch, was bedeutet euch Freundschaft? Alter, das muss ich schon mal durchleben, ey. Oh, das tut mir leid. Ich hatte gerade so voll den krassen Spruch gesagt. Wir gehen immer so, egal ob klein oder groß, andersfarbig oder andersfarbig, ey, Freundschaft ist grenzenlos. Wow. Voll der krasse Spruch, ne? Geiler Spruch. Danke, richtig, danke. Richtig gut. Sehr patriotisch. Und ihr haltet mich in die Fresse. Press, erwarten. So. So, also ich mag in Deutschland sehr, weil deutsche Boss. Ich meine deutsche Boss durch, gell? Was? Deutsche Boss? Ja, ich spreche mal. Okay, Jan, ich will so anfangen. Sag mal ein bisschen lockerer, Charles. Also Freundschaft bedeutet mir, dass man immer Leuten vertrauen kann und dass man wirklich denen auch Sachen anvertrauen kann, vielleicht irgendwas gerade nicht da halten kann, dass der Freund nicht wirklich für dich übernimmt. Reden wir jetzt zueinander oder reden wir zur Kamera? Ich finde, ihr redet einfach zueinander. Mir ist das vollkommen wurscht. Also du findest, dass Freundschaft so sozusagen füreinander da sein ist so sehr wichtig. Und ein, sozusagen einander vertrauen, dass man so wirklich eine echte Freundschaft hat. Ja. Okay, was sag ich denn dazu? Also ich glaube gleich, aber dass man auch zum Beispiel sich also als Freund, ich meine, es gibt ja auch Leute, mit denen kann man nicht so gut machen. Und mit seinem Freund kann man einfach den verrücktesten Tag der Welt machen und irgendeinen Scheiß bauen, wie die da hinten die ganze Zeit machen. Und einfach komisch sein. Ich meine, weißt du, was ich meine, oder? Ja, komisch sein, das machen wir auch immer. Du kannst auch lockerer sein, Chadash. Ja, und mit dem Freund kann man wirklich alles machen eigentlich. Man kann mit denen Scheiße bauen, man kann mit denen Filme reinziehen, man kann mit denen Popcorn reinfressen, man kann mit denen wirklich alles machen. Also meinst du, dass man so durch gute und schlechte Zeiten mit ihm geht? Ja. Abonniert die Serie. Das wollte ich gerade sagen, das ist aber die Werbung, du Schlechtchen. Ja, und was bedeutet euch das hier in Deutschland zu leben? Also das in Deutschland leben ist eigentlich sehr gut, weil hier hat jeder sein Recht eigentlich und dass man eigentlich nicht immer so gezwungen wird, irgendwas zu machen. Ja, aber ich möchte dein Gefühl haben. Ich möchte jetzt nicht irgendwie so Schlagwörter wie Freiheit, Demokratie, sondern wie fühlst du dich, Chadash? Hier ist einfach jeder da und hier wird uns gejagt, wie dass Rassisten auf einen losgeht, dass man nicht dieses Gefühl haben muss. Okay. Ich fühle mich hier wohl in Deutschland. Naja, ich wurde hier geboren, ich lebe hier seit 15 Jahren und es ist einfach Heimat. Es ist halt Deutschland. Es ist, keine Ahnung, es ist schön draußen. Okay, es ist jetzt nicht wirklich immer warm. Aber trotzdem ist es Deutschland. Wir haben halt unsere Gesetze, wir sind wirklich regelbesessen, wir haben gute Regeln und was soll ich sagen? Es ist einfach schön, Deutschland. Ich fühle mich einfach hier wohl. Ja.
Genau. Was bedeutet euch Freundschaft? Ich kann nichts verstehen. Und dass man. Ja, und dass man mit den Freunden viel Zeit verbringen kann. Wenn man mal allein ist, dann kann man mit dem Freund telefonieren oder sonst was. Und dann ja, kann der dann mit die Zeit verbringen. Ihr seid doch Freunde, oder? Ja. Also Freundschaft bedeutet mir, dass ich meinem Freund Geheimnisse anvertrauen kann und sehr oft mit ihm spielen kann. Und ja, und wenn man mal alleine ist, dass er dann zu mir kommen kann. Und was bedeutet euch das, hier in Deutschland zu leben? Also in Deutschland finde ich es gut. Weil es schneit immer? Und du legst Haufen. In Deutschland? Das Leben bedeutet für mich, dass... Autsch. Also, in Deutschland finde ich es gut, dass man... Dass ich jetzt nicht... Dass man dann nicht... Also, dass es keine Waffen gibt. Doch, es gibt Waffen. Ja, bei der Polizei. Und, also, dass nicht jeder Bürger einfach... Maschinengewehr kaufen kann. Und dass man überall hinreisen kann. Dass man einreisen kann. Und dass man hier auch fast als sagen darf. Ja, okay, du Wichser. Ich habe fast alles. Ja, mehr fällt mir dabei nicht ein. Okay, und dir? Also mir bedeutet Deutschland, dass es sehr friedlich hier ist, im Gegensatz zu anderen Ländern, dass sich hier niemand so frei mit einer Maschinenpistole rumläuft. Und dass man hier fast alles sagen darf. Und hier gibt es ja auch gute Schulen. Und ja, man kann hier eine sehr große Scheiße bauen. Okay.